Jetzt geht's um alles. Der Grund, warum Sonic nach Camelot gekommen ist. Wir können König Artus besiegen. Wird bestimmt nicht so leicht. Leute, wir gehen rein. Sonic the Hedgehog, Knight of the Wind. Let's settle this once and for all, King Arthur. It seems your impersonation of a knight has improved somewhat. I have you to thank for that. Then let us have another look at that unsightly swordsmanship. You're gonna be sorry you asked. This is it, old pal. Indeed. Give it everything you have. Only then will you prevail. Then bring it on, King Arthur! Oh, witzig, dass im Englischen auch König Arthur genannt wird, Arthur, und nur im Deutschen Artus. You shall regret the day you ever raised your sword against me. Let's finish this off once and for all! Whoa, whoa, whoa! Knight of the Wind. Starke Rüstung. Was war das denn? Daneben. Okay. Wir müssen erstmal gucken, was er treibt. Ist da. Oh! Time for some close quarters combat. End it quickly. Es hilft nicht. Ja, schneller! Jetzt macht er einfach den Move, als ob. Ich unterschätze ihn schon nicht. Habt ihr noch nicht bemerkt, dass ihr jeden Angriff kontern könnt? Doch. Wirklich jeden? Was ist das denn? Uah, gelähmt. Das hier konnte ich kontern. Deswegen. Ah, schade. Wir sind da was auf der Spur. Er flüchtet vor dem Kampf, ne? Kann man nicht anders sagen. Jetzt habe ich ihn! Oh, was? Okay, Leute, so wird's also gemacht. Dass ihr jeden Angriff kontern könnt. Ja, muss natürlich Endboss würdig sein hier. Und wieder. Hilfe! Yes! Dann nimm dies! Hat noch nicht ganz gereicht. Ich habe keine Energie mehr. Und er hat seine Taktik geändert. Also quasi Phase 2 oder ich habe einen bestimmten Punkt des Bosskampfes erreicht. Jetzt, da wir schlauer sind, sehe ich da Chancen. Also das hier. Auf ihn zurückschleudern, auch wenn es überhaupt nicht so wirkt. Hat nicht gereicht. Hauptsache kein Schaden. Meine, ja, es ist blind, ich muss erstmal gucken. Anfang des Jahres bei den Let's Plays zu den klassischen Sonic 1, 2, 3, ne, da konnte ich euch alles zeigen und Tricks und Bugs und Glitches und reden über die Musik, die ursprünglich geplant war und so weiter und so fort. Hier kenne ich mich halt nicht besonders aus. Aber das finde ich jetzt auch nicht katastrophal. Ne, trifft einen trotzdem.
Er ist ein Feigling, er rennt nur weg. So, jetzt, zack! Kriege ich ihn denn nicht? Alles aufgebraucht. Diesmal nicht. Kennt ihr das, wenn ihr etwas gut gemacht habt und wisst nicht genau wie und ihr sollt es wiederholen? Jetzt! Und jetzt, Leute, nochmal der Schlagabtausch hier! Damn it! Das muss aber auch sitzen, ne? Ja, kein Problem. Das muss aber auch zwiebeln. War zu spät, habe ich gemerkt. Dafür sind wir hier, Freunde. Stirb, schwarzer Ritter, Namensgebender des Spiels. Wo bist du überhaupt noch? Der ist gar nicht mehr schwarz. Ich fühle mich lebendig. Ja, jeder seiner Angriffe ist jetzt eine Ecke interessanter. Ja, mach das. Oh, Leute. Damn it, zu früh. Zu früh ist nie gut. Ja, ich habe nicht mehr extrem viel Energie. Aufpassen. Ob ein zweites Mal schon reicht? Alter, was soll das hier? Damn it! Es ist doch nicht wahr. Gut, wer von euch hatte damit gerechnet, dass wir das in ein paar Sekunden weggefrühstückt kriegen? Das war ein voll unnötiger Treffer. Es lässt sich aber sehr schwer feststellen, wann genau du die V-Mode schwingen musst. Ich muss nochmal betonen, wäre das hier einfach ein Knopf, den ich drücken müsste, ne? Abgefrühstückt. Ja, der Meckerer für den Part, der muss auch einfach sein. Igel-Hackfleisch! Boah, ich habe sogar noch viel mehr Energie abgezogen als letztes Mal. Was soll das? Keine Ahnung, was das soll. Da. Jetzt kommt's wieder. Dammit, Mann! How could you possibly defeat me? I am immortal. Dang it! How long is this gonna take? Ja. Still have a ways to go. Must weaken him even more. Ja, jetzt, Leute. Mach doch! Ich habe ihn getroffen, ich drücke halt B, um das zu aktivieren und so, aber irgendwie hat es nicht aktiviert. Ich war scheinbar nicht genug auf dem Boden der Tatsachen. Nervt. Reicht noch nicht. Ein bisschen was von Ganondorf, oder? Irgendwie fühle ich mich ein bisschen, als würde ich gegen Ganondorf antreten. Das kann Sonic aber auch nur in Smash. Irgendwie war das nicht so. Schon wieder keine Energie. Jetzt mach dein... Ja, Freunde, das ist unsere Stunde. Yes! Nimm dies! Hä?
Hä, wie lange wartet der denn? Was soll ich denn tun? Hat nicht gereicht. Tja, ungeschnittene Freude. Wie der Timer oben rechts auch immer weiterläuft. Hervorragend. Damit Sonic am Ende wieder sagen kann, not my day. Nee, ich merke schon, das muss früher stattfinden. Und nimm dies! Nimm dies! Nimm dies! Einfach immer, wenn die V-Mod aufleuchtet, schwingen. Im richtigen Takt. Beten wir, dass es im zweiten Durchgang reicht, ne? Na, jetzt will er wieder zurückdüsen, weil er zu weit weg ist. Selbst schuld. Warten, 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 warten. Okay, er wird von Mal zu Mal dann schneller. Gut, dass es mir keinen Schaden macht, sondern einfach nur nervt. Was wird geschehen, wenn wir ihn besiegt haben? Das ist die große Frage. Dann ist alles zu Ende, ne? Jetzt, jetzt, jetzt! Lange warten! Schneller und ganz schnell! Oh! Er variiert halt einfach mit der Geschwindigkeit und man kann sich nicht anpassen. Und noch einmal. Das ist ein ganz schneller. Das ist doch richtig. Mann, das ist doch nicht unterhaltsam. Freunde, fühlt ihr euch unterhalten? Ah, ihr versteht mich wenigstens, ne? Was hier los ist. Wir können das fühlen. Ich mache das für euch. Zusammen machen wir das, Freunde. Das ist unser Let's Play. Einfach ganz links bleiben, hilft da. Macht zweimal und schon habe ich ihn wieder in Reichweite. Jetzt, Leute, jetzt, jetzt haben wir es. Ich schwör's. Ich spüre es. Ich würde an meinem Gespür noch was arbeiten. Wir haben also langsam, mittelmäßig. Das machen wir so nicht. Wenn ich hier erneut versuchen mache, ist die Zeit auch resettet? Ja. Nicht, dass es mich interessieren würde, aber. Noch nicht gereicht. Ob man solche Flammen auf ihn steuern kann, ist halt die gute Frage. Manchmal soll es nicht sein. Haven't you noticed yet? You can beat back his attacks. Full frontal attack. You can avoid it with a level-headed response. Randa! Strike back when he attacks. Hier ist alles gleichmäßig, wisst ihr? Zur Demonstration mehr oder weniger. Vielleicht sollte man ihm hier einfach nicht so viel Schaden machen, damit man ihn danach nochmal attackieren kann. Wer weiß. Aber trotzdem. Werde ich das natürlich entsprechend angehen. Suche die Challenge.
Ich hoffe, wir haben wenigstens ein bisschen Lernkurve im heutigen Part. Und ich hoffe, wir haben gleich die Endsequenz, einen gefallenen schwarzen Ritter. Leider hat sich das zu spät aktiviert. Schade. Hauptsache, ihr könnt dabei Crush 40 genießen. Das ist die Hauptsache, ne? Chaka! Man macht doch einfach! Ich kotz, ey. Er macht's halt nicht. Ich will doch dann sofort das aktivieren. Das geht nur nicht, weil er halt noch quasi... Wenn man zu spät drückt, habt ihr gesehen, dann funktioniert's nicht. Dann erreicht man ihn nicht mehr. Aber wenn man zu früh drückt, dann zählt's nicht. Seht ihr, das war schon wieder zu spät. Das war schon wieder zu spät. Nochmal. Jawohl. Dauert lange. Mittel. Schnell. Mittel. Und dann wieder schnell. Weil, wisst ihr? Man erwartet, dass da wieder was Langsames kommt. Ist aber einfach nicht so. Das könnt ihr euch so vorstellen wie eine schwierigere Variante vom Angeln in Animal Crossing. Wo ihr halt auch so ein bisschen spekulieren müsst. Wird der Fisch gleich anbeißen? Oder zuckt er nochmal? Und so ist es halt hier irgendwie auch. Nur mit Schwingen. Ja! Down! Hey, knifflig, aber erlösend. Wie geht's weiter? Wir haben's! Über diese Atmosphäre zerstörende Abrechnung. Der schwarze Ritter ist besiegt. Ein Grund zum Feiern, Freunde. Das war's dann wohl auch schon wieder, aber es war geil. I am immortal. You cannot defeat me. Now, Sonic, the three sacred swords. Got it! How can this be? Freunde, ja, es war ein kurzes, gemütliches Projekt. Ich fand's trotzdem schön. Sonic und der schwarze Ritter. Wunderbar. Jun Senu seit Sonic 3 am Soundtrack beteiligt. Auch beim neuen Sonic-Spiel nächstes Jahr bestimmt. Das ist bestimmt sowieso. Wie hat's euch gefallen? Auch das Finale. Ja, also wie gesagt, es gibt noch einige Nebenmissionen, aber ihr habt im letzten Part gesehen, die sind nicht alle unbedingt das Gelbe vom Ei. Der Ritter des Windes hat den schwarzen Ritterkönig Arthur besiegt. Arthur, Artus, wie man möchte. Das ging wirklich viel schneller als erwartet. Das ist jetzt Part 6, oder? Verrückt. Damit wieder ein Sonic-Spiel abgehakt von der Liste. Da, Crush 40. Johnny Giuli. Die ist die Stimme, ne? Ist der Sänger. Aber man muss auch sagen, ja, also ich muss sagen, ich habe euch ja am Anfang des Spiels auch ein bisschen beworben als interessante Story. Das muss man jetzt so sehen, wie man möchte. Ich habe auch gesagt, es gibt ein paar Plot-Twists.
Ihr mögt euch vielleicht fragen, was für Blondes gab's denn? Aber guckt mal, zum Beispiel hat sich ja die eine Stadtbewohner als Amy Rose entpuppt. Oder als eben die Mue, die Herren des Sees. Ich weiß nicht, ob euch das als Blondes reicht oder wie auch immer. Ich hoffe, ich habe da eure Erwartungen nicht zu sehr kaputt gemacht damit. Aber war doch nett, einmal zu sehen, oder? Let's play Sonic and Black Knight. Wie ich sagen muss, ich muss auch sagen, es war ein abruptes Ende. Da kommt bestimmt jetzt noch die Endsequenz. Eine Kleinigkeit. Junichi Kanemaru, die deutsche, die japanische Stimme von Sonic. Seit Sonic Adventure bis heute. Die ist nicht so wechselhaft wie die englischen oder deutschen. Apropos Jason Griffith, der englische Sonic. Das ist sein letzter großer Auftritt, bevor Roger Craig Smith das übernommen hat. Es gibt auch deutsche Fandubs zu diesem Spiel, aber ich finde die halt, weiß nicht, ich finde die deutschen Fandubs wirklich ein bisschen. Sie haben sich viel Mühe gegeben. Ne? Sie haben sich viel Mühe gegeben, Respekt. Aber ob man jetzt Mark Stachel mag oder nicht, muss man unterm Strich doch einfach sagen, dass es ja etwas bessere Synchro war. Der Song ist gleich vorbei und die Credits ebenfalls. Wir genießen dann noch eine Endsequenz, würde ich schätzen. Immer schwierig vor allem, die kompletten Credits über zu reden. Ihr denkt jetzt vielleicht, ne, dass wenn ich hier jetzt die Credits fertig sind, dass der König Arthur wieder aufsteht, weil ich auch von Plot-Twists rede und sowas. Aber der ist besiegt, das ist halt so. Das ist nicht King K. Rool, ne, wo ein Donkey Kong Country am Ende Endbosskampf der wieder aufsteht und weiterkämpft. Soweit kommt's noch. Das ist hier nicht der Fall. Der Schwarze Ritter ist besiegt. Ne? Da macht euch gar keine Hoffnung, dass es in die Richtung weitergeht. Bekommen wir noch mehr Nebenquests, aber das sehen wir gleich. Was auch immer jetzt als nächstes passiert, habe ich selbst noch nicht gesehen. Wir gucken mal. Ah, Crush 40. Kann man dankbar sein, dass die Musik. Ah, stellt euch vor, Crush 40 würde auf YouTube rumclaimen. Alle Videos von mir mit Crush 40 drin geclaimt. Ich gehe pleite. Night of the Wind. Hauen die jetzt den nächsten Song hinterher, oder? Das ist ein schlechtes Zeichen für die Länge der Credits. Eine Menge Namen für so ein kurzes Spiel, oder? All the fans, ey, da war ich gemeint. Für diesen Part verabschiede ich mich. Sollte noch was kommen, wir werden sehen. Sage ich schon mal bis zum nächsten Mal. Däumchen wären Träumchen. Und dann sehen wir uns. Sehen wir uns schon noch wieder. Keine Bange. Aber checkt jetzt nochmal aus, was passiert als nächstes. Wie die Geschichte ausgeht. Freunde, bis dann und ciao. Zwischensequenz. From the king. Have you any last words? Your king was nothing more than an illusion my grandfather conjured up. You'd better start explaining, Merlina. Merlina! You! How did you come by that scabbard? Where is the king? Wait. This was all he left after he disappeared in a puff of smoke. Just like one of the knights of the underworld. There was never any King Arthur. Huh? Well done. And thank you, Sonic.
With this scabbard, I can erase my grandfather's greatest mistake. What? I shall make this kingdom.